Bordstreck läufst, Bordstreck, Thermolima ist egal. Wir sind endlich da, 3,5 Stunden Fahrt oder irgendwo 4 Stunden am Murat, hat sich nicht ausgekannt, hat ein bisschen den Weg falsch erklärt. Aber wir sind endlich da, jetzt geht's ins Hotel, einchecken und wir sehen uns in Kürze. Liebe Zuschauer, es freut uns, die erste Berichterstattung der Europameisterschaft von der EDF zu repräsentieren, wie der Flocke eh schon angekündigt hat. Schon oben haben wir uns jetzt natürlich weiter nach unten bewegt. Wir befinden uns unmittelbar vor der Halle. Und ja, dann gebe ich das Wort an meinen Flocke weiter und der werde euch einmal ein bisschen die einigen Bewerbe und die gewissen Abläufe mal erklären. Flocke, wie zurzeit ist da dementsprechend für dich jetzt einmal die Stimmung? Du hast supermäßig da repräsentiert und gesagt, wir sind in Slowenien. Wie geht's jetzt weiter? Naja, mittlerweile sind wir ja schon ein bisschen da. Es ist ja nicht alles, dass man sagt, man macht es auf einmal. Aber die Stimmung ist Weltklasse. Es sind über 1200 Spieler da. Das ist unglaublich. Also hat man es gar nicht vorstellen können. Ich habe so eine Dimension noch nie gesehen. Es wird Einzel geben, es wird Doppel geben, es gibt Triple Mix, es gibt Team. Also wir haben einen Livestream, also jeder, der was Livestream schauen will, wir werden das sicher einblenden, da beim Schnitt. Und einfach zuschauen. Und wer sagt, jetzt habe ich zugeschaut, der kommt nächstes Jahr. Hoffe ich doch. Allgemein von den Überraschungen her, wir haben gerade von einem Livestream geredet. Wo sehen wir das? Die Leute vor allem, die jetzt mit dem Dartsport eher nichts zu haben, die vielleicht momentan das nur stark verfolgen, dass man sagen kann, okay, bei jedem Video können wir es dann auf diese Seite verweisen. Wir werden auf jeden Fall den Link, also der Link ist dikw.at/livestream. Wir werden aber den Link auf jeden Fall unten in der Beschreibung eingeben. Wir werden ihn kurz einblenden und dann kommt jeder auf die Seiten und kann zuschauen. Es gibt gewisse Bühnenspiele, wo dann auch dazu kommentiert wird. Das ist wirklich interessant. Ich will nicht zu viel verraten, einfach mal reinschauen und dann funktioniert das schon. Perfekt. Im Vorhinein war ja diese gewisse Bombenvorbereitung. Wir müssen einen Punkt immer wieder unterstreichen, was leider Gottes in den letzten Jahren sehr untergegangen ist. Diese gewisse Selbstverständlichkeit. Wir wissen selber, okay, die EDF hat sie im Vergleich jetzt von 2011, wo überlegt worden ist, ob das Turnier überhaupt in der Zukunft austragen wird, bis heute tragen. Und wie schaut der ganze Hintergrund aus bezüglich der Vorbereitung, bezüglich dem Ablauf? Was hast du da zum Sagen kurz? Ja, du siehst, ich muss kurz lachen. Es ist irrsinnig stressig. Also der Wolfgang und sein Team, also alle, das ist ein eingespieltes Team. Also das läuft, jeder weiß, was er zum Tun hat. Es gibt gewisse Probleme, die Probleme werden immer halt vor kürzester Zeit gelöst und es ist Hammer. Wirklich, es ist wirklich einzigartig und ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kann man fast nicht beschreiben. Wenn man den Punkt jetzt nochmal unterstreicht, dass man sagt, der gesamte Bewerb, kurz zur Wiederholung, wird ohne Einwurf gespielt. Das heißt, wir reden da gerade von einer ganzen Woche. Kannst du das jetzt und da bestätigen? Das kann ich bestätigen. Einwurffrei. Was ist das Jahr anders? Ich habe kurz einmal was mitgekriegt beim Vorbeigehen. Den Punkt müssen wir mal, was ist 2016 anders? Es hat geheißen, dieser Bewerb wird richtig nochmal schön durchüberlegt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett neu organisiert wird, aber einiges an Überraschungen ist oder wird jetzt angeboten, vor allem jetzt 2016. Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig. Also es wird erstmals auf einer EDAT-Europameisterschaft bei der EDF einen Stildart-Bewerb geben. Die Geräte werden umgebaut auf eine Stildart-Option und dann wird ein Stildart-Qualifier und dann im Anschluss das Stildart-Turnier gespielt. Natürlich im Livestream, also jeder, der was zuschauen will, wieder in den Livestream. Und das wird sicher eine Spitzensache, ich freue mich schon riesig drauf. Kurz für unsere Zuschauer nochmal, wissen wir da ungefähr die Zeit? Dass wir jetzt schon auf diese Zeit dann hinweisen können und sagen können, auf jeden Fall, ist ein Muss für jeden Dartspieler, der weltweit diesbezüglich jetzt hinter die gewissen Kulissen steckt, da ist ein Muss für jeden Dartspieler, dass er sich das einmal anschauen muss. Anschauen muss man sich alles. Am besten herkommen. Wer nicht die Zeit hat, dieses Jahr Livestream, die ganze Woche, täglich. Und sonst, ich glaube, der Stildart-Bewerb geht am Sonntag an. Ich hoffe, ich lüge dir nicht an, aber wir werden das einblenden. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Okay, liebe Zuschauer, ihr habt das heute selber gehört und ihr habt das auch selber diesbezüglich auch von den jeweiligen Personen, in dem Fall vom Flocke, mitbekommen, was uns diesbezüglich erwartet. Wie gesagt, auch am Anfang, bevor wir begonnen haben, haben wir gesagt, wir beginnen mit der ersten. Und eines kann ich euch schon versprechen, es werden noch einige folgen. Und da kann ich euch nur sagen, bleibt dran, die Nummer 1 Adresse, vor allem diese Woche. Und ihr werdet schon nächstes Jahr, gleich Anfang des Jahres, im Internet euch Gedanken machen, okay,
Und da muss ich nächstes Jahr dabei sein. Vorab einmal, wir sehen uns bald. Bis morgen vor allem. Und da kommt schon der Part 2 von uns. Danke. Danke. Tschüss, bis das Weitere. Liebe Freunde, gleich geht's los mit der nächsten Partie. Eva Maria Thaler gegen Daniela Blum. Das passt so.